Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Games Not Over. Heute mal mit einem Anime-Review zum Anime Sword Art Online. Was ich euch gleich vorweg sagen möchte, ist, dass das die erste Art dieses Videos auf diesem Kanal ist. Ich habe also vorher noch keine Anime-Reviews gemacht und bitte darum, den ein oder anderen Fehler zu verzeihen. In einer nicht allzu weit entfernten Zukunft ist es den Menschen gelungen, Virtual Reality zu perfektionieren. Alles, was man dafür noch braucht, um mit all seinen Sinnen in ein Spiel abzutauchen, ist das sogenannte Nerf Gear, ein Gerät, was man sich auf den Kopf setzt. Genauso eines verwendet auch der Protagonist Kazuto Kirigaya, der ingame unter dem Namen Kirito bekannt ist, um sich in die Welt von Sword Art Online, im folgenden SAO, zu begeben. Nach einiger Zeit, die Kirito aufgrund seiner Erfahrung als Beta-Tester mit dem Unterrichten, im Kämpfen und Trainieren eines Freundes verbringt, bemerkt er, dass im Spielmenü kein Lockout-Button mehr zu sehen ist. Beide halten es zuerst für einen Bug, bis sie in der Stadt der Anfänge mit allen anderen Spielern auf den Entwickler von SAO namens Akihiko Kayaba treffen, der sich als riesengroße gottesähnliche Gestalt gibt. Von ihm erfahren alle, dass der fehlende Lockout-Button beabsichtigt ist, da SAO genau für diesen Zweck designt wurde. Er fährt fort und lässt jeden wissen, dass das Wiederbeleben deaktiviert wurde und der Account eines Spielers, dessen HP auf Null gehen, mit sofortiger Wirkung vom System gelöscht wird, was außerdem zur Folge hat, dass die Person im echten Leben stirbt, da das Nerfgear in jedem Moment das Gehirn des Spielers brät. Jeder Spieler findet außerdem ein neues Objekt in seinem Inventar wieder, ein Spiegel, der bewirkt, dass das wahre Aussehen des Spielers aus der Realität auf seinen Avatar im Spiel übernommen wird. Der Entwickler offenbart, dass der einzige Weg, lebend aus dem Spiel rauszukommen, über alle 100 Ebenen, die das Luftschloss Arncrate birgt, führt. Sobald ein Spieler die Endquest auf Ebene 100 gewinnt, beendet sich das Spiel. Sword Art Online ist primär auf die Genres Action und Abenteuer ausgelegt, wie man es wahrscheinlich auch aus der Zusammenfassung ahnen kann. Auch alle anderen Genres, so wie Comedy, Drama, Fantasy, Romance oder Sci-Fi, sind mehr oder minder gut vertreten. Wobei ab einer bestimmten Stelle die Romanze sehr durchsticht, was schon in einem Stilbruch resultiert. Die Story ist, wie ich finde, sehr unterhaltsam geworden. Die 25 Episoden der ersten Staffel lassen es auch zu, dass die Story sehr umfangreich wird. Allerdings entwickelt die Story dabei nie eine wirkliche Tiefe. So bleibt sie oberflächlich, aber dennoch kontinuierlich unterhaltsam. Man darf also nicht so viel erwarten, da viele Beweggründe für das Handeln der Charaktere nicht näher erläutert werden. Die Unterhaltsamkeit ist also allein dem Action-Genre geschuldet. Die Animationen und Bilder sind wirklich klasse geworden, so werden die Kampfszenen sehr detailliert gezeigt und auch sonst wirkt der Bildstil sehr schön. Wie schon im Storyteil erwähnt, fallen die Charaktere beim näheren Hinschauen sehr flach aus. Da die Story zügig voranschreitet, bleibt wohl auch nicht viel Zeit für Hintergrundgeschichte. Nichtsdestotrotz kann ich mich in die Charaktere hineinversetzen und kann durchaus an der einen oder anderen Stelle um den liebgewonnenen Charakter bangen. Viele Informationen über die Charaktere sollte man aber nicht erwarten. Ebenso sollte man nicht allzu viele wiederkehrende Nebencharaktere erwarten. Meistens bleiben diese nur eine Episode lang und dann hört man bis auf wenige nie wieder etwas von denen. Die Musik ist, glaube ich, zu einem großen Teil Geschmackssache, aber ich finde sie super. Sie hat genau die Funktion, die Musik in einem Anime spielen muss. Sie untermalt sehr passend die dargestellte Situation. Die Openings und Endings sind auch sehr schön gemacht. Sword Art Online wird dem Hype nicht gerecht. Es ist kein wirklich guter, aber auch kein wirklich schlechter Anime. Die Schwächen bei Story und Charakter verhindern es leider, dass man den Anime als Meisterwerk bezeichnen kann. Ich habe ihn trotz dieser Schwächen gerne geschaut, denn er kann mit tollen Animationen und passender musikalischer Untermalung punkten. Die brillanten Openings und Endings runden das Bild und Musik noch einmal ab. Sehr gut. Die Story ist zu einem Großteil auch sehr unterhaltsam, allerdings stößt der Genrebruch Mitte der ersten Staffel bitter auf. Das war zu viel des Guten. Letztendlich bereue ich es nicht, dass ich diesen Anime geschaut habe. Ich persönlich fand ihn sehr interessant und kann ihn deshalb weiterempfehlen. Das war's mit dem ersten Anime-Review von Games Not Over. Wenn euch diese Wertung weitergeholfen hat, diesen Anime zu beurteilen, ob ihr ihn gucken sollt oder nicht, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn irgendwas falsch war, wenn irgendwas nicht so gut war, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen runter. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Video. Tschüss.